Du musst dich entscheiden, Hannah. Rot oder grün? Rot oder grün? Oh nein, gleich ist es zu spät. Ich nehme rot. Servus und moin moin, ihr Lieben. Heute geht es um das Thema Markenklamotten. Damit meine ich Luxusklamotten, bei denen man auch für den Namen mitbezahlt. Und wie bei allem im Leben gibt es hier Vor- und Nachteile. Hannahs Hate. Auf den Laufstegen der Luxusmarken laufen auch immer nur ganz bestimmte Arten von Frauen, sehr groß und sehr dünn. Was ich echt schade finde, weil es trägt eben einfach zu dem aktuellen Schönheitsideal bei, dass man groß und super schlank sein muss, um schön zu sein. Und das ist nicht wahr. Man kann auch klein und Hannah sein. Hannahs Love. Beim Kauf von Markenklamotten trifft man zum Beispiel bewusstere Entscheidungen und im Zweifel muss man sich eben für eines entscheiden, weil zwei einfach zu teuer wären. Rot oder grün? Hannahs Hate. Wenn man einen gewissen Markendruck verspürt und dem verfällt, dann kann man richtig schnell in finanzielle Schwierigkeiten geraten. Und das ist nicht lustig. Die passt mir nur, wenn ich dünn bin. Hannahs Love. Marken sind oft ausgefallener, individueller, man hebt sich eben von der Masse ab und Leute tragen das auch wie ein Statussymbol. Die einen kaufen dicke Autos, die anderen tragen Marken oder starten einen YouTube-Kanal. Oh Hannahs Hate. Bei Marken ist es so, man zahlt eben nicht nur für das Kleidungsstück, sondern auch für den Namen, für die Werbung, für den Hund des Designers, für den Wellensittich und so weiter und so fort. Es gibt natürlich Pro- und Kontra-Argumente, aber ich persönlich halte gar nichts von Markendruck. Wenn ich ein Teil finde, das mir gefällt und es vielleicht auch von einer teureren Marke ist, dann überlege ich sehr, sehr, sehr gut, ob ich es mir kaufen möchte. Ich bin halt auch ein richtiger kleiner Sparfuchs. Aber ich würde mir nie ein Portemonnaie oder Kleidungsstück kaufen, nur weil es von einer teuren Marke ist. Hannahs Hate. Was ich richtig krass finde, ist, dass teure Marken oft unter den gleichen schlechten Bedingungen hergestellt werden wie die billige Mode. Ja, ist günstig. Made in Bangladesch. Was, so viel? Auch made in Bangladesch? Hannahs Love. Eine Marke vermittelt einem auch ein Gefühl von Exklusivität. Man fühlt sich als was Besonderes, weil nicht jeder das Gleiche trägt wie man selbst. Und es macht einen vielleicht sogar auch selbstbewusster. Ja, du bist doof. Hannahs Hate. Aber was macht man, wenn die Mode sich mal ändert, was ja schon ziemlich oft passiert, und die Marken plötzlich ihren Statuswert verlieren? Ha? Ha? Was macht man dann? Was ha? Machst du dann? Ha? Ha? Guck mal, André, was ich mir alles Neues gekauft habe. Oh nein, schon wieder out. Verdammt, ich muss kurz einkaufen gehen. Marken üben einen sozialen Druck aus, sie geben einem das Gefühl, man muss Marken tragen, um Teil einer Gruppe zu sein. Man trägt Marken auch irgendwie, um Unsicherheiten zu kaschieren. Und genau deswegen gibt es ja auch in manchen Schulen die Schuluniformspflicht, um genau das zu vermeiden. Gib mir deine Jacke, das ist ein Überfall, oder ich hau dich kaputt. Los, gib mir deine Jacke, gib mir deine Jacke. Los, 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 los. Jetzt bin ich nichts mehr wert. Mich würde einmal interessieren, kauft ihr euch regelmäßig teure Markenklamotten oder seid ihr eher so Fans von H&M, Mango, Zara etc.? Den Teilen, wo keiner sagt, oh mein Gott, du trägst ja einen Teil von Mango. Ich kriege voll oft Nachrichten von euch, dass ihr mich bei Servus TV gesehen habt. Ich bin da auch im Frühstücks-TV zu sehen übrigens. Und die Folgen sind jetzt auch alle auf YouTube ab jetzt. Ihr könnt sie hier auf diesem Kanal direkt auschecken. Wenn es euch gefällt, lasst ein Abo da. Und hier kommt jetzt ein anderes cooles Video von mir. Ich freue mich, wenn wir uns auf einem der Kanäle gleich sehen. Baba.